Jetzt bin ich hier bei der Maria Oberhofer in Neukirch und da ist ein großes Hochstubenfest, 30 Jahre Jubiläum. 30 Jahre Hochstube, es hat angefangen mit dem Frühlingsfest 1993 im ganz kleinen Rahmen. Wir haben damals noch keinen Raum gehabt und die Idee ist eigentlich entstanden, weil Cornelia von Farbach damals bei ihrer Zuhause Senioren eingeladen hat. Und ist es so, wie du es vorgestellt hast, das Fest? Also, und schön, dass wir das Haus voll haben und alle Stimmung, einfach Freude haben und eine gute Stimmung ist. 30 Jahre Hochstube. Erinnern Sie sich noch an die Gründung von der Hochstube in Neukirch? Oh ja, da erinnere ich mich noch sehr gut. Es war eine Zeit, als Maria Oberhofer, Heidi Röhm und Meta Meyer und ich uns zusammengetan haben, auch mit Initiative vom damaligen Pfarrer Don Bianchi. Und so ist es aus kleinen Anfängen entstanden und das Symbol der Hochstube ist ein Baum. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass einem ganz kleinen, winzigen Pflänzchen so ein stattlicher Baum geworden ist, der reiche Früchte trägt. Und es freut mich sehr, dass die Maria Oberhofer und ihr gesamtes Team jetzt seit insgesamt 30 Jahren die Hochstube derart liebevoll, sehr umsichtig gestalten und immer wieder neue Ideen einbringen. Reinhold, was ist für der Bürgermeister von der Gemeinde Neukirch 30 Jahre Hochstube? Das ist ein sehr gutes Gefühl, weil die Initiatoren haben es relativ früh schon erkannt, dass man so eine wichtige Institution für die Gemeinde auch braucht und wir sind dankbar über diese vergangenen 30 Jahre, weil gerade für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ist das ein fester Bestandteil ihres Kalenders und hier kann man das ganze Jahr auch erleben, angefangen von der Fasnacht bis hin zum Adventsfeier. Die Hochstube ist einfach auch eine gute Institution in der Gemeinde, ist nicht mehr weg zum Denken. Viel Spaß, toi toi toi, weiterhin Glück auf für die nächsten 30 Jahre. Ein wunderschönes Hochstubenfest, das sicher allen in Erinnerung bleiben wird. Und zum Schluss die guten Wünsche natürlich. Ich wünsche ihr, dass Gottes Segen sie weiterhin begleitet, das Wirken des ganzen Teams und auch die Hochstubenbesucher alle. Und dass es so weitergeht wie bisher und die Maria Oberhofer immer wieder fleißige Helfer findet, die da im Team mitmachen.